Liebe Dorothee Aschoff, lieber Jochen Aschoff, lieber Rainer Hank, liebe Irmtraut Betzler, liebe Frau Stange, lieber Herr von Brenndorf, meine Damen und Herren. Seien Sie alle herzlich willkommen hier in der Katholischen Akademie im großen Auditorium, auch im Namen von Christian Hartmann von der Parksbank, dem Mitveranstalter dieser Ausstellung, Benedikt Winkels, unserem Leiter hier im Tagungszentrum, sage ich mal salopp. Herzliche Grüße von Prälat Jüsten, der ist verhindert. Und leider ist auch Annette Schavan verhindert. Sie haben vielleicht schon auf das Programm geguckt. Ein Todesfall im engsten Freundeskreis hindert sie, heute Abend bei uns zu sein. Und einem Freund das letzte Geleit zu geben, ist nun mal eine Pflicht, die alle anderen Pflichten außer Kraft setzt. So also jetzt nur herzliche Grüße von Annette Schavan, die sehr gerne heute Abend hier gewesen wäre, aber heute woanders gefordert ist. In dieser Situation bin ich sehr dankbar, dass Rainer Hank kurzfristig an diesem Vorabend des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit für Annette Schavan eingesprungen ist. Die Nachricht kam wirklich unerwartet, wie das beim Todesfall so ist, und er hat sofort zugesagt, hier diese Rede zu übernehmen. Rainer Hank war Redakteur bei der FAZ, dem Tagesspiegel. Er leitete die Wirtschafts- und Finanzredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für viele Jahre. Er ist Doktor der Literaturwissenschaft, kundig in Philosophie und Theologie, feinsinniger, kultureller Zeitgenosse. Und für heute Abend ist wichtig, er kennt das Werk von Dorothee Aschoff schon sehr lange, er schätzt es und hat auch darüber schon einiges geschrieben. 24 Tage prägten die Werke von Dorothee Aschoff das Leben hier in den katholischen Höfen, das kann man wohl sagen. In den Gottesdiensten, in unseren beiden Gottesdiensträumen der Kapelle des katholischen Büros, eines dieser wunderbaren Boote in der Akademiekapelle, in allen Gottesdiensten waren sie dabei, prägten und bestimmten die Raumwahrnehmung und erinnerten diskret und bestimmt an die Möglichkeiten des Wohnens, an die Not der Flucht. Bei den Booten können wir das nicht anders assoziieren. Und auch daran, dass hier auf der Erde keine dauerhafte Bleibe ist. Also gerade das Boot hier bei uns in der Akademiekapelle, das ist so weit vor dem Kreuz. Und wenn man dann da kniet und dieses Boot sieht, das hat dann auch etwas davon. An den Bildern oder besser den Bildskulpturen, muss man wohl sagen, auf den Gängen und in den Räumen hier in den katholischen Höfen, da sind wir täglich alle mehrfach vorbeigegangen und haben mit diesen Bildskulpturen gelebt. Und sie sind uns vertraut geworden, wie fremde Bekannte, bekannte Fremde. Und ja, eigentlich, ich habe mal hochgerechnet, 34 Tage, ich glaube, ich bin 150 Mal den Korridor am Restaurant vorbeigegangen, in alltäglichem Staunen über dieses Werk, vielstöckig. Eine mittlerweile bekannten Fremden, aber eben auch bleibend faszinierend fremden Bekannten, der einen im Vorübergang an die Geheimnisse der Wiederholung, des Schichtens, der Grenzen, den Wechsel von Schwarz und Weiß und an das Spiel des Lichtes erinnert. 34 Tage als kleine Übung im Vorlauf auf den morgigen Tag der Deutschen Einheit. An diesem Tag wird gewiss viel von Grenzen die Rede sein. Von der Mauer, die gefallen ist, oder was präziser ist, die eingerissen wurde, und von Grenzen, die neu entstanden sind. Der Abend heute hat drei Teile. Der erste Teil ist die Rede von Rainer Hank. Dann kommt das Konzert des Aiolos-Duo. Sie haben das Programm auf ihren Sitzen. Alles das dauert bis ungefähr kurz nach 20 Uhr. Und dann ist die Gelegenheit, mit Dorothee Aschoff durch die Ausstellung zu gehen. Sie werden draußen Wein finden und Brezen. Sie können sich erst unterhalten und dann gehen Sie in die Parksbank mit Dorothee Aschoff oder rüber ins katholische Büro mit Jochen Aschoff oder Sie gehen in die Kirche, danach wieder zum Wein. Der Ablauf folgt den Gesetzen einer Finissage. Die Rede fokussiert noch einmal unsere Aufmerksamkeit für die Werke und die Musik übernimmt die Aufgabe, den Übergang in den Abschied von den Werken hier vor Ort einzuleiten und zu begleiten.
Im Wettstreit der Künste ist die Musik seit jeher. Vermutlich jene, die als Modellierung der Zeit uns am ehesten hilft, über die Zumutungen der Zeit, ihre Endlichkeiten und Abschiede hinwegzukommen und auch Übergänge zu gestalten. Albrecht Goos hat in seinem Gedicht die Musik als die Unverlierbare gepriesen. Das muss dich, liebe Dorothee, jetzt nicht in Not bringen, aber die Musik ist halt doch haltbarer als Bilder und Schrift. Die Musik als die Unverlierbare, die uns, sie zu uns hält, wenn die Schrift erlischt und die Bilder verschwinden. Und leider verschwinden sie von den Höfen. Dass wir hierzu das Aiolos-Duo zu Gast haben mit Maria Stang und Matthias von Berndorf, ist eine ausgemachte Freude. Aiolos, der Gott der Winde. Die Flöte und die Harfe erschließen in ihrer Musik den Zusammenhang von leisen und mächtigen Tönen. Das werden Sie gleich erleben. Von leisen und mächtigen Tönen, in denen wir die leisen und mächtigen Farben von Dorothee Aschoff wiedererkennen dürfen. Und dass in allem Abschied der Werke von Dorothee Aschoff aus Berlin ein Bleiben ist, auch das dürfen wir dann unterstellen. Ein Bleiben hier in Berlin in der Erinnerung, und vielleicht schenkt ja irgendjemand der Katholischen Akademie eines dieser Werke, und ein Bleiben zu anderer Zeit. Ja, meine Damen und Herren, herzlich danke ich allen, die zum Gelingen dieser Ausstellung zu diesem Abend beigetragen haben und vor allen Dingen natürlich dir, liebe Dorothee. Und nun kommen wir zur Rede von Rainer Hank, die den klaren Titel trägt: Die Grenze, Anmerkung zum Werk von Dorothee Aschoff. Herzlich willkommen und du hast das Pult. Dankeschön. Liebe Dorothee Aschoff, lieber Joachim Hacke, ich bedanke mich sehr für die Einladung, hier reden zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre und eine Freude. Meine Damen und Herren, Herr Stengel, der Zeichenlehrer, aus dessen Westentasche stets ein halbes Dutzend wundervoll gespitzter Bleistifte hervorstarrten, war ein witziger Kopf, der philosophische Unterscheidungen liebte. Wie etwa: Du sollst eine Linie machen, mein gutes Kind, und was machst du? Du machst einen Strich. Er sagte Line statt Linie. Marcellus Stengel, der Mann unterrichtet neben Zeichnen auch Musik, hat dadurch Karriere in der Weltliteratur gemacht, dass er Thomas und Christian Buddenbrook unterrichtet und vor allem Christian Buddenbrook ihn wunderbar imitieren kann, wie man bei Thomas Mann liest. Stengels Tick die Line gibt uns zugleich das verbindende Stichwort für unseren heutigen Finissage zu Dorothee Aschoffs Ausstellung Schichtend. Denn die Linie findet sich in vielen Arbeiten Aschoffs wieder, nicht nur in ihren Kohlezeichnungen. Die Linie, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten, wie wir in Mathe gelernt haben, erschließt Fläche und Raum, wodurch? Durch Begrenzung. Dorothee Aschoff ist also eine Künstlerin, die durch Begrenzung Räume eröffnet. Zugleich vertritt sie die starke These der Grenzüberschreitung, vielleicht sogar der Entgrenzung. Sie wolle über Grenzen gehen, im Sinne von überwindend, gar aufhebend, sagt sie. Die Werke von Dorothee Aschoff sind schön, heißt es in der Ankündigung zu dieser Ausstellung. Lange Linien wandeln sich zur Skulptur, Flüssiges wird fest und Licht hebt sich mehr und mehr ab gegen das Dunkel. Die vielen Wiederholungen der Linien und das geduldige Auftragen von zahllosen Schichten enden in Werken, die sanftes Staunen hervorrufen über den Aufbau der Welt, die Ambivalenz von Grenzen und über die Verheißung, dass in der Welt ein vorübergehendes Bleiben und Wohnen möglich ist. Das Betrachten der Werke von Dorothee Aschoff ist eine Übung auf der Suche nach dem Blickpunkt, der das Nuancenspiel des Lichts erschließt. Über Grenzen gehen
habe sich in ihren Bildern und Zeichnungen ereignet, sagt Dorothee Aschoff. Für mich werden Grenzen durch Kunst sichtbar gemacht und aufgehoben, sagt sie. Über Grenzen nachzudenken ist ein Auftrag, den ich aus den Bildern Dorothees ableite. Er ist aber auch das historische Thema am Vorabend der 30. Wiederkehr der Deutschen Vereinigung. Darüber will ich reden und ich mache das in 4 Schritten. Erstens, Grenzen sind gut, wichtig, friedens- und wohlstandsfördernd, sofern sie offene Grenzen sind. An der Grenze, die als Mauer durch Berlin und als eiserner Vorhang bis 1989 Mitteleuropa von Westeuropa trennte, gab es indessen nichts, aber auch gar nichts Positives. Sie ist das Gegenteil von Freiheit, Symbol von Unterdrückung, Gewalt, Entfremdung und einem totalitär angeordneten Leben in der Lüge, wie der tschechoslowakische Dissidentenpräsident Václav Havel das nannte. In der Diktion Havels markiert der Fall dieser Grenze vor 30 Jahren oder 31 Jahren die Transformation von einem Leben in der Lüge in den Versuch, in der Wahrheit zu leben. So heißt der große Essay von Václav Havel, den er 1978 geschrieben hat. Insofern kann man sagen, es gibt morgen genug Grund zu feiern, dass die Grenze gefallen ist. Diese Vereinigte Bundesrepublik ist das beste Deutschland, das wir je hatten. Das darf man als Deutscher nicht so richtig sagen, dann zuckt man gleich zusammen. Es ist ein Zitat von Timothy Garton Ash, der darf das sagen. Deutschland steht für Stabilität, Liberalität und Demokratie, was man wahrlich nicht von allen Staaten der derzeitigen Welt sagen kann. Aber eine Grenzenlosigkeit hat die Wiedervereinigung trotz Entgrenzung gerade nicht geschaffen. Aus den realen Grenzen wurden imaginäre Grenzen zwischen Ost und West. Soziologische, ökonomische, kulturelle Unterschiede leben weiter. Die Mauer in den Köpfen ist bis heute Metapher dafür, dass solche Prägungen viel hartnäckiger und langlebiger sich halten als geografische Grenzen. Dabei sind wir allerdings nicht allein, wie man im deutschen Binnendiskurs manchmal meinen könnte. Bis Nord- und Südstaaten in den USA zusammengewachsen waren, hat es mehr als 100 Jahre gedauert. Und die Differenz zwischen Süd- und Norditalien ist bis heute mit Augen zu sehen und mit sozioökonomischen Daten zu belegen, obwohl das Land seit 1861 ein Staat mit einem einheitlichen Rechtssystem, mit einheitlichen Institutionen und einem einheitlichen Regierungssystem ist. Das muss man sich mal vorstellen. Zu meinen, wir könnten Grenzen loswerden, glaube ich, ist eine Illusion. Je stärker wir sie verdrängen, umso mehr holt ihre Realität uns ein. Die Erfahrung eines plötzlichen und gewaltlosen Endes von etwas, das wir für dauerhaft hielten, ist die prägende Erfahrung im Leben meiner Generation, sagt der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev. Und er fügt hinzu, wir waren überwältigt von dem neu entdeckten Gefühl persönlicher Freiheit. Aber er fügt auch hinzu, wir waren auch überwältigt von dem Gefühl der Zerbrechlichkeit aller politischen Verhältnisse. Mein zweiter Punkt. Seit der Corona-Pandemie finden wir die Linie plötzlich überall. Vor den Kassen der Drogerien und Metzgereien, den Läden oder den Kinos. Schön im Abstand von präzise 1,50 Meter aufgemalt auf dem Boden auf der Straße. Die Corona-Linie, wie ich diese Linie nennen möchte, markiert eine Grenze zum Schutz unserer Gesundheit. Sie ist allerdings zugleich eine Beschränkung unserer Freiheit. Wir sollen uns ja nicht zu nahe kommen. Da ist sie wieder, die Ambivalenz der Grenze. Schutz und Freiheitsbeschränkung.
Recht und Gesetz fungierten immer schon als eine Art Zaun, der wechselseitige Übergriffe verhindern soll. Das ist der tiefere Sinn von Recht und Gesetz. Und Bürger auf Distanz hält, dass sich die Köpfe nicht einschlagen. Nun sind diese Zäune, diese imaginären Zäune des Rechts, körperlich geworden. Und die Polizei kann ihre Einhaltung kontrollieren und ein saftiges Bußgeld verhängen. Mein dritter Punkt. Der Traum von der Grenzenlosigkeit in Europa trägt den Namen des kleinen luxemburgischen Ortes Schengen. In Schengen unterschrieben im Jahr 1985 Bundeskanzler Helmut Kohl, der französische Präsident François Mitterrand und ihre Kollegen aus den Benelux-Ländern ein Abkommen, das den tatsächlichen Abbau aller Grenzkontrollen in Europa einleitete. Sie gaben auf, was bis dahin den Wesenskern von Staatlichkeit bildete, die Kontrolle darüber, wer in ein Staatsgebiet einreist und wer ausreist. Schlagbäume, Zäune, uniformierte und bewaffnete Grenzbeamte waren nicht nur dazu da, die Einhaltung der Einreisevorschriften zu gewährleisten und Zölle zu kassieren. Ihr pures Dasein machte deutlich, hier an diesem modernen Limes beginnt nicht irgendein Niemandsland, hier ist ein Staat, hier ist ein anderer Staat. Doch wer die Binnengrenzen schleift, muss die Außengrenzen umso härter überwachen. Dafür steht der Name einer anderen Stadt, der irischen Stadt Dublin. Das wichtigste Element des Dublin-Abkommens von 1990 war das sogenannte One-State-Only-Prinzip. Nur in einem Staat sollten Schutzsuchende von außerhalb den Anspruch auf ein Asylverfahren haben. Und dies sollte regelmäßig jener Staat sein, in dem sie erstmals den Boden des grenzenlosen Schengen-Raums in Europa betreten haben. Damit sollte zweierlei ausgeschlossen werden. Ein sogenanntes Asyl-Shopping und Asyl-Hopping. Die Möglichkeit für Fremde, sich dort niederzulassen, wo sie die attraktivsten Bedingungen vorfanden, sollte versperrt werden. Und man wollte zweitens verhindern, dass Schutzsuchende hilflos durch Europa irrten und sich kein Land für sie zuständig fühlte, Refugees in Orbit. Wir sehen, Dublin ist das Dementi von Schengen. Fremde sind gemäß Dublin auf jene Grenze begrenzt, die Schengen gerade eröffnet. Dublin stellt sie implizit wieder her. Und noch einmal, wo die Binnengrenzen fallen, müssen die Außengrenzen umso härter bewacht werden. Daraus könnte man das eherne Grenzgesetz ableiten, das da heißt, jede Entgrenzung zieht neue Grenzen. In den Wochen seit dem Brand des Lagers Moria konnten wir davon wieder einmal eine Ahnung bekommen. Und in den Wochen des Shutdowns konnten wir eine Ahnung davon bekommen, dass auch die Binnengrenzen wieder geschlossen werden. Ich verweise auf meinen zweiten Punkt, eine neue Linie, die Linie der jeweiligen Staaten wurde wieder sichtbar. Worauf es mir ankommt, ich denke, es ist schon deutlich geworden, die Utopie der Grenzenlosigkeit, eine schöne Utopie, ist eine Illusion. Sie ist sogar gefährlich, weil sich die Probleme der Grenze mit neuer Wucht gerade für jene einstellen, die doch meinten, sie hätten sich ihrer entledigt. Das ist irgend so eine Art wie die Wiederkehr des Ausradierten oder Verdrängten. Merke, wer die Grenze leugnet, wird erst recht mit Begrenztheit auch seiner eigenen konfrontiert, womit ich nach einem Schluck Wasser schon beim letzten Punkt bin. Offene Grenzen strukturieren den Raum und die Zeit. Sie sind lebensnotwendig und die Bedingung der Freiheit, nicht ihre Beschränkung. Offene Grenzen. Die Grenze definiert Heimat und grenzt diese von der Fremde ab, was überhaupt erst die Neugier auf die Grenzüberschreitung und die Erkundung der Fremde möglich sein lässt. Und die Kunst?
und die Kunst von Dorothee Aschoff. Auch für Kunst gilt zunächst das berühmte Diktum von Ludwig Wittgenstein, wonach die Grenzen meiner Sprache die Grenzen meiner Welt sind. Allerdings hat Kunst sich und uns stets damit provoziert und erfreut, eine Ahnung der Welt jenseits dieser Grenzen aufscheinen zu lassen, mithin das Wagnis einer Grenzüberschreitung einzugehen. Kunst nimmt sich ein Beispiel an Kindern, denen es bekanntlich Freude macht, Grenzen auszutesten. Kunst tut das auch. Avantgarde ist ihrem Begriff nach Grenzüberschreitung. Ignoranz der bislang geltenden Regeln, Regeln sind ja auch Grenzen, Aufbruch zu einer neuen Sprache. Sezessionisten verlassen die Heimat, ihre Akademie, ziehen hinaus in die Natur oder in die Abstraktion. Doch wohlgemerkt, auch Avantgarde lebt von akzeptierten Grenzen, die sie überschreitet. In einer Welt ohne Geschmacksgrenzen sind Marcel Duchamps Readymades, bekanntlich umgestülpte Urinale, keine Provokation mehr. Wenn es nicht eine Grenzüberschreitung ist, wird es belanglos. Es wäre nie zu einem Skandal gekommen und Marcel Duchamp wäre nicht berühmt geworden. Der laute Skandal ist Dorothee Aschoffs Sache nicht. Die Grenzüberschreitung freilich schon. Ausgetestet hat sie seit ihren Anfängen die Grenzen des Materials, wenn sie etwa Papier, fragil wie es ist, nutzt, um Boote zu bauen, denen Stabilität, statische Notwendigkeit ist, will man nicht zu sinken riskieren. In den Bildern, die wir heute gleich nachher hier sehen oder vermutlich einige, viele von Ihnen wiedersehen, Kohlearbeiten und Ölbildern, aber erst recht auch den Skulpturen, wagt sich Dorothee Aschoff, wie mir scheint, noch weiter über Grenzen hinaus, auch ihre eigenen Grenzen. Die Linien, über die nachzudenken ich meinen kleinen Versuch hier begonnen habe, markieren Grenzen so vielfältig, dass die Notwendigkeit, sie zu überschreiten, unausweichlich wird. Für mich werden Grenzen durch die Kunst sichtbar gemacht, sagt Dorothee und fügt hinzu, ist das nicht die zentrale Aufgabe der bildenden Kunst. Durch die zeichenhafte Überarbeitung der Ölfarbe mit einem Spachtel ihrer Schichtung wird die Grenze zwischen Zeichnung und Malerei in Frage gestellt. Analog wird durch die Kohlezeichnung und den Einsatz von Radierungen neben dem Schwarz der Kohle auch eine Art Farbton erzeugt, der eine reine Zeichnung an die Grenze der Malerei führt. Das heißt, Grenze und Grenzüberschreitung sind nicht nur Thema und Gegenstand der Werke oder der Erfahrung zwischen Werk und Betrachter, es ereignet sich auf einer zweiten Ebene auch eine Grenzüberschreitung zwischen den künstlerischen Gattungen Zeichnung und Malerei. Am Ende in großen Formaten überschreitet dann die Malerei ihre eigene Begrenzung in der Zweidimensionalität und wird Skulptur. Das kann nur gelingen, weil Dorothee stets auch damit experimentiert, Materialgrenzen zu überschreiten. Dabei bergen Dorothees Arbeiten ein Geheimnis, das der Betrachter lüften muss. Die Ansicht verändert sich je nachdem, ob man dem Bild sich nähert oder sich von ihm entfernt. Die Perspektive wandert mit, man bewegt sich und im Bild wandeln sich die Abstände und Winkel. Aus der starren Zeichnung werden bewegte Bilder. Der Betrachter befindet sich plötzlich in einer Art Film, dessen Handlung er selbst ein Stück weit bestimmt, das brauchen Sie mir nicht glauben, aber Sie können es ausprobieren. Man hat das Anamorphose genannt, ich finde das nicht so glücklich, aber das scheint mir auch weniger wichtig zu sein, wie man es nennt. Man kann es ja erfahren. Joachim
Haake hat bei der Vernissage dieser Ausstellung auf den besonderen Clou des Weges von der Linie zur Schichtung hingewiesen. Ich paraphrasiere es, immer wieder zieht Dorothee Aschoff Linie um Linie über und nebeneinander, fügt Schicht auf Schicht und vertraut der geheimnisvollen Kraft der Wiederholung, mit der sie dem Werk Blickpunkte entlockt, die sich dem Betrachter nur erschließen, der sich vor dem Werk bewegt und immer wieder verweilt und die Arbeit der Wiederholung seinerseits nicht scheut. Es kommt zu dieser Bewegung der Aspekt der Wiederholung dazu. Ich fasse zusammen und fordere Sie sogleich auf, nachher all diese Deutung beim Rundgang mit der Künstlerin zu überprüfen oder zu korrigieren. Es geht eben, darauf kommt es mir an, es geht nicht nur um das Werk, das Bild oder die Skulptur. Beim Betrachten von Dorothee Aschoffs Bildern kommt der Betrachter selbst in Bewegung, im eigentlichen Sinne an seine Grenzen. Aus der Contemplatio, der Betrachtung, wird die Ambulatio, sozusagen der Spaziergang im Angesicht der bildenden Kunst. Der Betrachter durchmisst selbst einen Raum und erlebt dabei das Werk als Raum. Die starre Entgegensetzung zwischen Betrachter und Werk, hier stehe ich, dort ist die Kunst, löst sich irgendwie auf. Es entsteht eine Beziehung in Bewegung, eine Art Performance, die der Betrachter selbst triggert, wie man heutzutage sagt. Das Werk entsteht im Auge des Betrachters. Es wird auf eine Weise lebendig und beweglich, was es zuvor im menschenleeren Raum nicht gewesen ist. Wir wissen gar nicht, ob ein anderer Betrachter die gleiche Erfahrung macht. Ich vermute eher, dass er je nach Blick und Bewegung seine je eigenen Erfahrungen machen wird. Noch einmal, ich kann nur auffordern, probieren Sie es nachher aus und ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit. Die Ambivalenz der Grenze. Ohne Grenzen ist kein Leben möglich, auch kein Zusammenleben, aber nur mit Grenzen, das reicht eben auch nicht. Das Getümmel von Herrschaften und Mächten und Gewalten ist laut und wechselhaft. Rainer, du hast es gesagt, Timothy Garschen Esch, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Das ist wohl auch so und wir haben einen Grund zur Dankbarkeit. An diesem Vorabend zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Herrschaften und Gewalten, das ist aber vielleicht nicht das tiefste Wesen der Macht. Byung-Chul Han, der koreanische Philosoph hier in Berlin, hat gesagt, die Macht, die wirklich wirkt im Hintergrund, die ist still und leise. Und sie hat was zu tun, wohl mit dem langen Atem des Windes und dem Sog des Meeres und der Wiederholung des Linienziehens und des Schichtens. Und insofern, ich glaube, das war jetzt ein wunderbarer Abend, der noch nicht zu Ende ist. No, wir sind jetzt zu Ende und jetzt kommt eigentlich der Hauptteil. Dorothee Aschoff, vielen Dank nochmal, dass du uns alles das ermöglicht hast, du und dein Mann. Ja, und jetzt überlasse ich dir das. Du kannst jetzt was sagen, kannst auch nichts sagen. Wir gehen in die Führung, du kannst da nochmal reinsprechen, wie du möchtest. Soll ich... Komm, sag noch zwei Sätze, sag mal, wie das jetzt geht, wohin du gehst, wohin dein Mann geht. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir in die Paxbank zu gehen. Ich möchte dort eine kleine Führung machen und an einigen Beispielen einfach nochmal auch meine Arbeitsweise erklären. Und ja, freue mich, wenn Sie sich dafür interessieren. Dorothee, wunderbar. Also mit Dorothee Aschoff in die Parksbank, mit Jochen Aschoff, wer möchte, drüben vielleicht in die katholischen Büro, hier vorne in den Gängen, Foyer, da finden Sie Sachen in den Gängen an der Kirche.
Allen noch einen vergnügten Vorabend des 30. Jahrestages. Draußen steht Wein. Vielen Dank, Benedikt Winkels, vielen Dank, Christian Hartmann, lieber Rainer Hank, Maria Stange, Matthias von Brenndorf. Nochmal herzlich bedankt, es war zauberhaft, und jetzt noch allen einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus